Herzlich Jetzt willkommen muss zu er einem neuen aber Video. auch Auf abdingsen mit dem hier. schönsten, besten, tollsten Kanal der Ach Welt. Und so, ich habe ein neues ich dachte schon, Format, warum Einen redet er Tag so mit. schnell? Und natürlich, die erste Folge ist legendär, weil ich begleite Dagi. Die wohnt hier auch. Ich muss sagen, kein Oh, der goldener hat kein Türgriff. Haus. Boah, so, oh, Sula, Mann! Ah, Dagi, Mann! So, Schuhe aus? Ja, hier drin. Ja, geht schon los. Hallo, Oing. Hallo. So. Ich bin also, eine jetzt schon geile Wohnung haben sie Dagi. Ja, ne? Wo ist denn der Schokobrunnen, der immer läuft? Danke, wo Red Eye Boy, für den Fischbeinzer ab. 2 Monate, jo, was jetzt geht? Mal was geht, Bruder? Wirklich? Doch, die ist sehr schön. Ich würde mich freuen, hier zu wohnen. Ich habe heute früh das Video gesehen, wo Unge Tanzverbot seine Wohnung anguckt. Eure ist schon besser. Ihr seht, hier liegt ein paar Klamotten rum, weil ich, wie gesagt, jetzt endlich meine Wohnung in den Griff bekommen will. Ich werde jetzt auch gleich, glaube ich, nochmal. Alter, die so alt ist das Video, ich Mann. Ich kann das nicht. Weil ich habe Felgo in meinem Chat gefragt, ob er noch Kontakte mit anderen von früher hat. Er meinte noch mit allen, vor allem. Hä? Er meinte nicht mit allen, vor allem nicht mit Leuten, die sagen, ich kritisiere Leute, weil es nervt Geld nicht. Macht. Manchmal bin ich dann einfach so übelst okay. motiviert, will die Waschmaschine zweimal anmachen, aber ich habe nur einen Wäscheständer. Dann zeig doch mal. Ein Tag mit Kuchen.tv wäre halt echt nice, Alter. Gina macht Essen, ich sitze den ganzen Tag hier vor, stream am Ende ein bisschen und das ben, war's. Zeig mir die Wohnung. Ja, ich bin eine Roomtour. Ich fühle mich mal wie zu Hause. Nein. Ja, hast du schon einen auf deinem Kanal gemacht? Nein, also nicht von der Wohnung. Okay, dann, oh geil, wie exklusiv. Wie Wohnung haben die denn? Was sind denn das für Kackbilder? Warum sind da so keine Bilder von mir oder von dir und Eugen? Ja, aber keine Ahnung. Die hängen auch erst seit Monaten. Wie lange wohnt ihr hier? 1,5 Jahre jetzt ungefähr. Okay, aber krass. Man kommt hier auch nie irgendwie zu Ende, ne? Man kommt hier irgendwie auch nie fertig. Und krass, ich hätte aber. Also, ich hätte irgendwie so ein bisschen gedacht, ich sag mal so, 20 Live-Zuschauer sind ordentlich. FireGolden 2019. Echt, hat FireGolden das gesagt, Bruder? Ey. Wieder umziehen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die auch sich ein Haus kaufen. Ne? Also Dagi ist wahrscheinlich schon so Millionärin. Eugen hat auch irgendwie. Digga, ich habe mal geguckt, Eugen hat fast 1 Million Follower bei Instagram. Bruder, was zur Hölle, Mann. Danke, Uppen52 für den Twitch Prime Sub auch schon 2 Monate. Sorry, vergessen am 24. zu verlängern. Weihnachtssub verspätet sich. Autsch, Digga. Ja, mal gucken. Aber Nachwuchs wird ja bestimmt irgendwann mal kommen und da muss man sich ja ein bisschen vergrößern. Ne? Was man sagen muss, ich habe Dagi gesagt, ich komme mit dem Team, wir haben noch nicht gefrühstückt. Ja, machen wir gleich. Geil! Hunger. Wo ist die PlayStation? Ist halt ein bisschen Chaos, ne? Ist jetzt auch nicht mein Revier. PlayStation, ja. Nintendo Switch. Oh, Sula! Mann, guck, bei anderen auf, ist es auch unordentlich, alles gut. Ey, der greift mich an. Ja. Darf ich in die Schränke reingucken? Was schätzt du, was Unge im monatlich verdient? Also auf YouTube, weil ich weiß gar nicht, wie viele Klicks der macht. Aber 400.000, 500.000 kann ich mir schon gut vorstellen, Mann. Und dann hat er ja noch Aktien und was weiß ich, Grundstücke irgendwie, keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht aus, ich bin nicht so in dem Unge-Ding drin. Ich schätze mal, pro Monat verdient er bestimmt schon so dann seine 800.000 oder so. Ich glaube, der ist echt richtig rich, Mann. Also, ne, wenn du noch ein bisschen was übrig hast, Bruder, kannst du ja mal vorbeischauen. Das ist ja... Als ob ich da hänge. Ohne Witz, ohne Witz. Also ich hab's ja nicht dran gemacht, also nicht inszeniert. Ah, da haben wir heute im Auto gewettet, ja. Guck mal, die haben hier so einen Bonzen-Kühlschrank. Also ich muss sagen, die Bibi lacht gerade, wenn die das jetzt sieht. Klar, natürlich. Ich wollte auch so witzig wie Leint Sachen klauen, aber ich bin reich, ich hab das nicht nötig. Dagi macht Brötchen für uns. Okay, der war geil, Alter. Wie geil ist das denn? Da musst du immer ein bisschen Wasser ransprühen, dann werden die weicher. Und wenn du die einen Tag später mit viel Wasser sprühst, werden die wieder wie neu. Ja, sagt geil. Der Backshop-Besitzer. Voll unspektakulär. Ja. Über deine Wohnung sind Penner. Oh, meine sieht aus wie die von Tanzverbot. Eigentlich ist es eine schöne Wohnung, so, wo man eigentlich chillen kann, aber ich mache einfach nichts daraus. Hier entsteht die Dagi-Magie. Genau. Nee, ich hab keine PS4. Ich bin jetzt aber auch generell gar nicht so der Zocker, muss ich sagen. Ich habe halt eine Switch. Weil bei der Switch finde ich halt cool, die kannst du halt überall mitnehmen. Und es gibt auch viele Games, die du halt gut mit Kollegen so zocken kannst. Ne? So Mario Kart oder Mario Party, Mario Island. Nein, keine Ahnung, Mario halt alles Mögliche mit Mario kann man halt immer ganz gut zusammen spielen. Ich habe halt noch eine Xbox One, aber die benutze ich halt zum Beispiel auch nie. Also wirklich nie. So. Das ist euer Schlafzimmer? Ja. Digga, es ist ja. Verarscht mich doch. Oha, was hast du denn erwartet? Ey, mindestens hier so irgendwie so ein Dagi B-Leuchtschrift und alles. Ey, komm. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir sind hier eingezogen und mir weiß nicht von Anfang an. Ihr hattet nichts.
Wir hatten nichts, nein. Aber mir war von Anfang an klar, dass wir jetzt nicht so lange hier bleiben werden. Ey, ist doch nicht euer Ernst. Das Marvin, echt nicht so eine krasse Wohnung, bin nur ich enttäuscht? Ne? Okay, nächster Raum. Sorry, ich dachte, ich kann hier sagen, oh, der Feuermelder ist irgendwie, ob das noch typisch ist. Über einem halben Jahr ja, so. Zieht ja bald um, kenne ich. Hier sind ganz viele Boutique-Produkte. Ach, es gehört es ich liebe euch dieses bei? Geräusch auf jeden Fall, weil sie es nicht hingekriegt haben, das Handy was auszuschalten. Ist hier oder ist so ganz normal. Oh, voll der schöne Spiegel. Wow. Was ist denn los mit euch? In der Videobeschreibung ist ein Patreon-Link. Unterstützt die arme Dame. Oh, ich habe den gleichen Spiegel. Wirklich. Pokodomäne. Was ist hier? Bad. Ihr wascht selber? Digga, wie viele Schuhe haben die denn? Und meine Wäsche noch zu Mutti. Gästebad? Gäste-WC. Ach, gehst du nicht mit deinen Gästen aufs gleiche WC kacken? Nein. Ja, das war die Wohnung, wow. Wir können jetzt frühstücken, ich hab Hunger. Okay, ja, die leben ja echt mega bodenständig. Gut, aber keine Ahnung, vielleicht bauen sie sich ja auch gerade ein Haus oder so, ne? Das kann ja auch sein. Aber das ist ja gut, ob das jetzt wirklich dann sympathisch ist oder nicht. Ich meine, keine Ahnung, wenn die das Geld haben, kann man sich auch gönnen. Also ich sag auch, wenn ich jetzt Millionär wäre oder so, würde ich auch nicht hier wohnen. Obwohl die Wohnung ja schon mega geil ist, weißt du? Aber dann gönnt man sich halt so ein schickes Haus oder so. Ich finde das halt auch nicht weiter tragisch, um ehrlich zu sein. Essen normale wir haben jetzt Brötchen. Frühstück. Der Eulen hat die Brötchen aufgeschnitten. Hast du gut gemacht. So, Dagi macht sich jetzt fertig. Könnten wir filmen. Wollen wir aber nicht. Ich und euch spielen FIFA. Was ich nicht gedacht hätte, dass Eugen wirklich mit Dagi selbst anfassen. Man kriegt ja von vielen mit, ey, dann kommt man dahin und sagt, hey, mein Laden, cool. So, ich gehe wieder. Aber Eugen rennt hier wirklich rum, baut alles auf, sagt, mach mal das, mach mal das, mach mal das. Dagi auch. Hätte ich nicht gedacht. Bringst du jetzt die Stange noch weg oder nicht? Ja, ich brauche den Wagen für die Mädels. Vor allem, er kriegt einfach Geld dafür, dass er mit der so ein Video dreht und halt ihren komischen Shop da mitfilmt irgendwie. Also das ist halt, ich weiß nicht, ist das normal? Das ist halt so ein Shop, der macht halt irgendwie so ein oder zwei Tage hat er halt offen. Und da kann man sich da halt, ja, Merch und sowas kaufen. Und wie heißt das, so ein Pop-Up-Store und dafür musst du halt Eintritt zahlen. Ist das normal, dass man in einem Pop-Up-Store Eintritt zahlt oder macht das halt nur Dagi? So, weil es macht doch gar keinen Sinn. Ich meine, du gehst da halt rein, um Sachen zu kaufen. Warum musst du erst Eintritt zahlen, um dann dir Sachen angucken zu dürfen, die du vielleicht kaufst, um noch mehr Geld zu bezahlen? So. Oder ich weiß nicht, wird das. Ich weiß aber auch nicht, wenn das angerechnet wird. Wenn das angerechnet wird, wenn du was kaufst oder so, dann kann man das vielleicht noch durchgehen lassen. Ne, weil das soll ja schon für Leute sein. Ja, obwohl, dann kann man aber auch sagen, ja, aber vielleicht gefällt es halt, wenn einem nichts gefällt, hat man umsonst Geld ausgegeben. So, das ist, also ich finde das persönlich halt schon mega dreist, wirklich. Also das ist, da muss man keinen Eintritt zahlen. Ja, also ich finde es einfach nur eine Abzocke, Mann. Ich meine, vor allem, man weiß ja auch, ja, ich meine, dann wäre es vielleicht zu überfüllt, aber guck mal, wenn ich halt jetzt so ein 12-, 13-, 14-jähriges Mädchen bin oder so, oder halt auch jünger oder auch ein bisschen älter und ich habe halt einfach das Geld nicht so. Ich meine, immer mehr Leute leben in Armut, dann haben die vielleicht nicht die, ich weiß nicht, wie viel der Eintritt ist, lass 10 Euro sein oder so, die haben vielleicht das Geld einfach gar nicht, um halt in diesen Store überhaupt reinzukommen. So. Und ich meine, du, im Endeffekt werden halt die Leute bevorzugt, die halt einfach mehr Geld haben. Und das ist doch scheiße, so. Also, keine Ahnung, dann muss man halt vorher irgendwie eine Schlange machen, Security, und dann dürfen halt nur eine bestimmte Anzahl an Leuten rein, so, und dann gibt's halt da eine Schlange, eine lange, so. Das ist halt, finde ich, tausendmal besser, als dann irgendwie Geld zu nehmen. Ist doch kacke für die Leute, die halt nicht so viel Geld übrig haben. Ja, guck mal, wie schön. Ich meine, klar, Dagi kennt sowas natürlich nicht so, ne, aber es ist schon, finde ich schon sehr dreist und unfair gegenüber Leuten, die halt, ja, nicht so gut gestellt sind. Sollen wir probieren? Ist das so schwer? So, ist doch okay. Und wohin ja. Jetzt? Hinten ins Lager. Ja, komm, dann ab. Bist du behindert, echt? Klar. Oh. Warte, wenn wir schräg laufen. Oh. Ah! Krass. 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 Pullis für alle. Oh. Aber das ist immer noch so viel, dass ihr immer so viel verkauft. Ja, voll. Ist nicht nur Dagi Millionär, sondern auch du? Ja, stimmt. Wir waren auch, ich weiß gar nicht, was war, glaube ich, in Berlin oder so. Bei Louis Vuitton ist das halt auch so, da ist halt auch eine Security davor und da dürfen nur eine bestimmte Anzahl an Personen rein, so, und da musst du halt warten, bis halt jemand rausgeht, so, ne? Finde ich halt, also ich persönlich finde halt, dass es eine Abzocke ist, so, wie gesagt, aber was, kann ja jeder sehen, wie er möchte. Komm, wir fahren Timo um! Übrigens, wenn ihr bis Dezember in den Dagi Shop kommt und für 200 Euro einkauft, macht es Eugen mit euch auch. Da sind wirklich so, ohne dass sie hat nur gesagt, mein Laden macht auf, 50 Leute? Muss ich mal überlegen, ich würde 3 Wochen ankündigen, würde nur meine Mutti kommen. Sag mal, deine erste Kollektion. Ja. Da hast du gedacht, komm, ich mache jetzt mal eine Kollektion. Mhm. Wie viel Geld musstest du da investieren? Weil ist ja nicht so, dass... Insgesamt? Ja. Okay, plus halt die Firma zu eröffnen, 25.000. Ja.
Ich glaube, die erste Kollektion hat 100.000 Invest gehabt. Hattest du die oder hast du, bist du zur Bank gegangen, so wie ich damals bei meinem Backshop? Ich hatte die. Läuft. Ja. Bruder, rennt aber, bei ihr. Das war natürlich ein Risiko, weil stell dir vor, ich gebe halt so viel Geld aus und dann so, keiner will es. So, ja, okay, ich ciao, 100.000 Euro. Ich habe immer beim Herrenausstatter gearbeitet und hat mein Chef eine Bestellung gemacht und hat bei der finalen Abgabe die Maße vertauscht. Und dann kam 2.000 Stück falsch produziert, die konnte eine Tonne werfen. Ja, aber dann hast du ja auch ein Recht, das hier wieder umzutauschen. Nee, wenn du zu dem sagst, ey, ich will das haben, dem ist es ja egal, wie du bestellst. Ah, okay. Das heißt, im schlimmsten Fall hättest du 100.000 Minus gehabt und wärst jetzt pleite. Nee, und würdest aber mit KS Freak zusammenarbeiten. Vielleicht ja doch. Ist zum Glück gut gegangen, ja. Und man muss dazu sagen, wir waren wirklich damals so drei Leute. Wer war's? Lagerarbeiter, Eugen und ich. Ja, man muss aber auch sagen, also man kann ja über Dagi sagen, was sie möchte, aber so da so eine eigene Merch-Kollektion, also so ein richtiges, so eine Kollektion, also sowas Richtiges rauszubringen, war schon genau die richtige Entscheidung. Also muss man ja einfach mal komplett sagen, so, ne, das war das Risiko halt wirklich wert. Ich meine, Dagi war ja generell immer so mega gehypt, das war ja eigentlich klar, dass da halt so voll viele kleine Kids auf jeden Fall drauf abfahren und so. Also das, klar, ein bisschen Risiko hat man, aber eigentlich denke ich, es war überschaubar so, ne. Aber 100.000 ist natürlich schon ordentlich, das muss man sagen, ey. Warum bist du denn hier? Peso für kleine Mädchen. Du bist die Freundin. Ja. Und auf jeden Fall, bist du heute hier, weil Dagi da ist? Bist du ein bisschen da? So ja, alt? Auch wegen Shoppen und Dagi. Was willst du kaufen? Ja, ein bisschen Schminke. Und was willst du dir heute kaufen? Boah, ich muss sagen, ich hole mir gar nichts aus dem Dagi-Shop. Ich bin nur wegen meiner Freundin. Na, guck mal, was ist denn? Wie viel Budget hast du denn bei? Alles. Alles? Wenn mir was gefällt, dann kaufen wir. Bis zu 500 Euro? Dann hätte ich dich nach vorne in die Schlange gebracht, aber okay. Bist du Dagi-Fan? Ja. Ganz groß? Ja. Wie groß denn? So groß? Nein, keine Ahnung. Ja, du musst schon... willst du ein persönliches Meet and Greet? Danke, Zuki ja, Noll PS. Für den Tischmeister, zwei Monate. Guten ja, Abend. Bruder, dir auch einen guten Abend. Dann krieg ich einen Euro. Doch, ich nehme auch 50 Cent. So, komm, wir gehen weiter. Hier lang. Hier lang, hallo. Wie lange guckst du Dagi schon? Schon sehr lange. Also schon eigentlich seit Anfang an. Wie alt bist du? 14. 14, okay. Der was? Dagi, ich habe jemanden für Meet and Greet mitgebracht. Aaron macht die Träume wahr. Eugen, ich habe einen Euro 50 Cent kassiert. Ja, hey. Billiger als bei diesem komischen Auftritt, wo man 10 Euro zahlen musste für ein Foto mit ihr. Also die Preise sinken, Leute. Wartet noch ein bisschen, dann kriegt ihr Geld dafür. Hast du Glück gehabt. Und was fragt man Dagi so? Weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht. Aber was ich schon immer mal wissen wollte, was ist dein Lieblingsburger? Oh. Ja, Digga, das ist halt, also ist auch genau das, was ich mir halt immer denke. Weißt du, du feierst Leute jahrelang, guckst jedes Video, siehst jede Entscheidung, wie die älter werden. Digga, und dann fragt man sich einfach so, Digga, was für ein Burger ist die eigentlich, Mann? Ich meine, klar, die ist halt so ein bisschen nervös, ist ja auch alles ja auch niedlich, ne, aber trotzdem. Mein selbstgemachten. Frag doch mal, wie viele Stunden am Tag fürs Geld 10 raufgehen? Mindestens 5. Ja? Warte, ich guck das nicht. Ja? Echt? Laut. Ist das so? Mega, mega, ja. Wirklich, mega. Sehr gut. Guck mal, ich mach die Menschen glücklich. Wollen wir mal zeigen, wir bereiten gerade einen anderen Dreh vor. Jetzt zeigen wir mal, warum. Da sitzt der Pascal. Hi. Und schneidet Dagi-Masken. Wissen wir gar nicht, ob wir die nachher noch benutzen. Gibt's auch unangenehme Situationen mit Fans? Ja. Jein. Also eigentlich. Och, Digga, laber doch nicht. Also natürlich. So, also jeder, der was anderes sagt, lügt. Also es ist ja auch nicht mal böse gemeint, aber es gibt halt nur mal komische Zuschauer so. Nicht, weil ich schon sehr abgehärtet bin, aber so Situationen, wo jemand auf einmal herkommt und sagt, oh mein Gott, Dagi, und du kriegst wie noch mal? Diese Person nicht los. Wie nochmal? Oh mein Gott, okay. Du kriegst diese Person nicht los und du weißt halt in dem Moment einfach nicht, was du machen sollst. Und so, ja, hallo, schön dich zu sehen. Das ist halt ein bisschen komisch, aber ich kann mich ganz gut daraus retten. Licht an. Ja, wie sie alle Dagi angucken. Guck mal die hier. Du richtig versteinert so. Oh mein Gott, ist das Dagi oder was? Oh mein Gott. Och, alle mit ihrem Handy, ey. Oh, ich hasse diese. Ich hasse 2019, ey. Ja, guck, ich meine, da ist ja trotzdem eine Schlange. Also selbst obwohl das Eintritt kostet, ist es ja trotzdem so, dass da halt viel zu viele Leute sind. Also von daher... Was passiert jetzt als nächstes? Warten. Warten? In meinem VIP. Oh, danke. Alter, ich hatte Schock. Das ist hier wirklich der Lagerraum, der ist halt extrem klein. Letzten Abend hatten wir echt Luxus, da war das wirklich größer als der Laden selbst. Aber jetzt haben wir nur das und jetzt muss ich halt warten, damit halt ein bisschen Ruhe einkehrt. Ja. So, und wie läuft's? Mega. Hey, das heißt, die kaufen da gerade ein in der Hoffnung, da Gebiet zu treffen
Und sie chillt aber in ihrem Backstage und wartet, bis weniger los ist oder was? Also das ist schon, ich weiß nicht, Mann, keine Ahnung. Also habe ich das gerade richtig überhaupt mitbekommen? So, ich weiß es gerade nicht. Oder habe ich irgendwas falsch verstanden? Ich bin mir gerade nicht sicher, weil das ist ja schon ziemlich dreist eigentlich, oder? Also ich weiß nicht, ob ich einfach irgendwie komisch bin oder so. Aber ich sag mal, wenn ich da halt so einen Laden aufmache, ja, und die Leute, die bezahlen sogar, um in den Laden reinzukommen und meine Sachen zu kaufen. Also, keine Ahnung, die verdient ja auch währenddessen so viel Geld, so. Ich würde da doch einfach mal hingehen und sagen, ey, Digga, danke, dass du da bist, so, ne? Ich meine, klar, da sind doch, ne? Nein, sie wartet nur, bis nicht alle so aufgeregt sind, also vielleicht ein paar Minuten. Okay, das ist halt schon besser, aber ich meine, wenn ich jetzt sowas machen würde, das kann ich ja trotzdem sagen, so, ich würde trotzdem dann die ganze Zeit so da chillen, mit den Leuten quatschen und so weiter, weil es ist ja auch einfach cool. So, weißt du, ich meine, die sind alle nur wegen dir da, um deine Sachen zu kaufen, so, das muss schon geil sein eigentlich. Was mich interessiert, ihr habt jetzt 5 Leute angestellt, plus euch beide. Was muss Dagi Boutique Shop im Monat machen, dass ihr überhaupt eine Null habt? Also ich habe ja mein Team, ihr habt ein Team und ich weiß genau, was ich im Monat verdienen muss, um dass ich die bezahlen kann, ohne mein Gehalt. Verstanden. Danke, Dan Beladi, für den Transparency. 6 Monate, also, halbes Jahr. Also wenn man alleine nur, ja klar, wenn man alleine nur Büro-Mitarbeiter sagt, 30. Ja, 30. Ist schon ein anständiges Unternehmen. Ja, natürlich. Kein Startup mehr, ne? Nee, Kings, nee. Ja, kannst du doch online, man kann sich ja die BWAs erziehen, von den, die Bilanzen von den Unternehmen. Ja, ich wollte dir nur fragen. Und du so? Bei mir läuft auch nicht schlecht. Und die Fixkosten? Fixkosten sind relativ gering, weil... Der Timo wird geknechtet, ne? Timo, der Arme. Timo, der kriegt nur ein bisschen immer so... Timo kriegt ja vom Amt das auch Geld und Rest von mir Zuschuss. So, was machen wir? Haben wir jetzt Alkohol oder... Na, beantwortet er einfach gar nicht. Ich überlege gerade 30.000 für 5 Mitarbeiter und Büro. Das ist echt ziemlich viel, oder? Also je nachdem, wie teuer das Büro ist, so. Na, wobei, gut, man muss immer sagen, dass der Bruttolohn ist halt meistens, wenn du 8.000 brutto kriegst, hast du dann noch 500 auf dem Konto, so quasi. Aber es klingt trotzdem gar nicht mal so schlecht. Laufen? Was macht man denn jetzt, wenn man... Ich weiß, also ich habe mir auch immer so überlegt, wenn ich jetzt so richtig reich wäre oder so und dann halt so was richtig Erfolgreiches hätte, ja, ich glaube, ich würde richtig hohe, also viel höheres Gehalt irgendwie zahlen, so als so normale Firmen, weil ich das einfach dann... einfach auch fair finde, weißt du, so, ich meine, du hast dir irgendwas aufgebaut und so und andere helfen dir dabei, das hochzumachen, auch wenn das nur normale Arbeiter sind, dann finde ich cool, wenn die so richtig viel verdienen und dann auch gerne zur Arbeit kommen und nicht so mindestlohnmäßig halt, ne? Was hältst du davon, dass Kolle alle seine Videos auf Felix Blume gelöscht hat? Absolut richtig, Mann. Der ist ein süßer Hund und ich habe Respekt vor deinem Vater. Die wirken irgendwie sympathisch in dem Video. Ja, also, ich kann mir auch richtig gut vorstellen, dass Dagi, Eugen oder auch generell jeden YouTuber, den man so kennt, ich glaube, jeder ist, so, wenn man die näher kennenlernt, halt einfach sympathisch, so. Also da zweifle ich ja halt gar nicht dran. Also ich erzähle ja auch immer wieder gerne die Anekdote aus meinem Leben, wo ich mit UpRed geredet habe. Der ist ja auch, der ist im Real Life so sympathisch, Mann, ohne Witz. Also der ist mega korrekt. Wirklich, also man kann nichts Negatives irgendwie dagegen den sagen, so, ne? Und ja, ich denke mal, das ist halt bei vielen so, ne? Aber ja, wie die sich halt, also was für Aktionen die halt manchmal bringen, ist halt trotzdem so ein bisschen kritisch, ne? Finde ich. Und wahrscheinlich auch von deinem Placement-Game. Aber ich finde es schön, wenn Leute so tun, als wenn Hunde Menschen sind. Aber es ist ja kein Mensch, es ist ja ein Mensch. Hund, deshalb ja, reden die auch so. Aber es ist halt so ein kleiner Hund, dass du den auf den Arm nehmen kannst. Ja. Dass du halt mit denen so... Hast du Ja, ja, nee, ich meine, auch ich hab die kackt direkt an anderen Hintern. Ich möchte nicht, dass die in die Nähe von meinem Gesicht kommen. So, du bist hier mit Winterjacke. Komm. Ja, schön, 5 Leute in der Umkleide, guck, Bruder, man kennt ihn. Guck, diese entsetzten Gesichter, das ist nur Dagi, so eklig ist das nicht. Ach, guck mal. Feier ich. Ich stelle mich hier hin. Ich hau ihn von euch um. Ich habe damit kein Problem. Einmal hier rum. So. Hier vorne. Okay. Achso, ja, okay. Aber dann, also gut, wenn ihr jetzt so kurz sind, da war, finde ich das aber komplett in Ordnung. Also muss ich auch mal was Positives sagen. Achso, da irgendwas fragen. Wie geht's dir? Gut. Wie geht's dir? Gut. Sehr ja, gut. Soll ich das heute machen? Oder? Jack ist super. Ja. Ja. Natürlich. Dann komm her. Sehr gut. Passt es dir? Ja. Dann speichere es einmal. Und dann wünsche ich dir einen zauberhaften Tag. Hi. Hi, komm, ich mach dir bitte direkt die Kameras schon öffnen. Ich muss auch so ein Kontakt machen, wenn da nur so junge Weiber kommen. Das ist aus dem guten alten Handschlag geworden. So, 2 schöne Fotos, zauberhaften Tag. Kannst du einmal eine Unterschrift für... Komm, Johanna. Nee, wir müssen Johanna... Die Mutti. So, machen Sie gut, schön bissig. Ich habe hier so viel gekauft gerade. Ja, schön bissig, haben Sie gut gemacht. Danke. Zauberhaften Tag. Weil es schon, ist schon krass, wie viele Leute da halt einfach so kommen, wenn die da so eine Shop-Eröffnung hat, ne? Das finde ich schon krass. Ich glaube, ich sollte nicht mal zu einem Fan treffen, was ich ihn ja vorher ankündige. So viele Leute kommen nicht mal, wenn es da kostenlosen Alkohol oder sowas gibt. Oder Brötchen oder so. Vor allem, aber ist das jetzt ein Shop, der auch wirklich offen hat für immer, oder ist das wieder so ein Pop-Up-Store? Oh.
Ich habe gerade so viele Bilder gemacht. Es ist echt anstrengend, dass du immer so lachst und so. Also ich sag ja wirklich, das ging gerade vollkommen klar. Aber ja, lass machen, ja, lieber nicht. Haben wir irgendwie 4000 Leute. An einem Abend? Ja, klar. Jede Location mit allen Fotos auf der ersten Tour. Auf der zweiten nicht mehr, aber auf der ersten Tour. 4000? Dann kriegst du so eine Sperre und es tut ja richtig weh und ich hatte richtig Muskelkater hier. Die sind anstrengend. Nö, die waren süß. Ja, weißt du, was ich anstrengend finde, wenn so Leute sich halt tausendmal anstellen oder sich vordrängen und sagen, oh ja, das ist verwackelt und man dies und das. Ach so. Ich hätte gerne noch eins alleine, hab eine Unterschrift und grüß mal meine Oma und meine Tante. Dagi, du hast ja jetzt gerade so Tüten gekriegt. Kriegst du davon viel? Oh, ja, also heute erstaunlich wenig. Ja, die wussten auch nicht, dass du da bist. Das stimmt, ja. Ich hab's auch nicht. Ja gut, aber das ist halt ein Shop, also der ist da halt schon richtig drin. Das ist nicht so ein Pop-Up-Store, der ist ja jetzt 2 Tage und dann ist der für immer geschlossen, dann kommt da was anderes rein. Weil das war ja wirklich in einem richtigen Einkaufszentrum, ne? Deswegen, also ich kenne das ja eigentlich so, dass die halt immer rumfährt, sag ich mal, mit ihrem Shop irgendwie einmal im Jahr so eine Tour macht und dann halt live was verkauft, sozusagen, weißt du? Angekündigt. Ja, also auf der Tour ist das echt krass. So, davon nehme ich mir ein. Ist so, Widgets ist doch voll teuer, oder? Ist schon nicht günstig. Was ist das? Noch mein Lieblings. Das hieß früher Yogi Flow, jetzt heißt es Ritual of Ayurveda. Das riecht so geil. Ich liebe diesen Geruch. Oh, oh Junge, dieses, ach, ich dachte, nice. Ich dachte, das wäre mein Parfüm. Mir schenkt nie einer was. Ich krieg von meinen Fans nichts. Außer, ey, ich mag deine Videos. Weißt du, was mir aber passiert ist? Ich habe einen Vlog gemacht und es war richtig heiß. Und da waren wir auf Tour und ich habe in diesem Vlog gesagt, so, boah, schenkt, also, wenn ihr mir irgendwas schenkt, aus Joke so, auf jeden Fall das so, ne? Oder ich habe nur gesagt, ich feiere das. Ey, ich hatte am Ende 650 von diesen Wassersprühflaschen von DM. Aber jeder hat irgendwas. Ich glaube, Bibi kriegt immer Donuts geschenkt, ich kriege immer Burgerspielzeuge geschenkt und Wasser. Ich habe nichts gegen Porsche-Schlüssel. Boah, ich krieg auch kaum was geschenkt tatsächlich. Also ich habe ja schon mal so bei Fantreffen, ich weiß gar nicht, mal so ein Foto oder sowas. Also ein gemaltes Bild, aber jetzt so, ich bin mir gerade unsicher. Doch, stimmt, ich war mal in der Schweiz. Die haben da irgendwie so ein YouTuber-Treffen von der Schweiz immer so. Da kommen ja ganz viele YouTuber und so hin. Ja, Burgerspielzeug, keine Ahnung, vielleicht was von McDonald's oder so. Und da habe ich mal so Kuchenlöffel bekommen. Die nutze ich sogar bis heute noch. Also wenn du das siehst, der mir diese Kuchenlöffel geschenkt hat, Bruder, ich nutze die einfach immer noch. Ich bin immer noch am Start so. Ja, die fand ich ganz geil. Das sind so kleine Esslöffel halt und obendrauf ist immer so ein Kuchen halt drauf. Und die fand ich wirklich mega nice, Alter. Die, wie gesagt, sind immer noch im Einsatz. So, das kann ich euch sagen. Wie stolz bist du auf deine Tochter? Sehr stolz. Wie ist denn das? So stolz, wie ein Vater nur sein kann. Kommen auch Zuschauer an und sagen, ey, du bist doch die Mama von Dagi, lass mal ein Foto machen? Einmal ist mir noch was passiert. Zum Glück. Bei Papa? Nein, noch nicht, Gott sei Dank. Anscheinend hatte ich dir gerade ein Interview, aber du hast eine ganz, ganz wichtige Information vergessen, die du nicht gesagt hast. Warum? Nee, erzähl mal. Eigentlich so wollte ich das meine Tochter verbieten, dass sie das macht. Guck mal, sowas hier, also solche Löffel halt. Und davon irgendwie dann, ich glaube, 8 Stück oder so waren da drin. Die sind wirklich mega nice. Wie gesagt, die habe ich ja wirklich schon seit 3 Jahren dann oder so. Mega gut. Weil eigentlich war ich damit nicht einverstanden, dass die mit YouTube anfängt, aber so wie es aussieht, hat sich das Ganze gelohnt, ne? So, wir waren gerade noch was essen und sind jetzt bei Dagi und Oink im fettesten Büro überhaupt. Läuft? Das ist das Büro? Okay, das ist schon krass. Okay, dann geht dafür wahrscheinlich so 20.000 drauf und so 10.000 dann fürs Gehalt. Machen wir eine Bürotour. Also, hier, wie man unschwer erkennen kann, der Empfang. So, das heißt, hier sitzt jemand den ganzen Tag? Ja. Ja. Zwei Leute. Zwei Leute. Hallo, willkommen bei Petik. Ja. Was kann ich für Sie tun? Original genau in diesem Ton. Was kann ich für Sie tun? Ja, ist okay. Timo, unser Büro wirkt da ramschig, trotz der herrlichen Figuren. Hier haben wir so einen Paketbereich, die ist das, da legen wir Pakete ab, die ankommen, jeder kann sich die abholen. Oh, das Paket, das habe ich eine lange persönliche Geschichte mit. Eis.de. Was sind das, Retouren, oder? ja, nee, das sind Promopakete, die zurückgekommen sind von unter anderem Sammy Slimani und so, der seine Adresse ist. Wir gucken mal, wer nicht mehr. Aber hier drunter steht das. Ah, da. Paula Maria, glaube ich. Paula, deine. Paula! Wie sagt man, das kommt nicht an. Die Assis. Timo, nur hier so die Abstellkammer und der Sample-Raum ist so groß wie unser Büro in Berlin. Hey! Überall Süßigkeiten. Das liegt an unserer Sekretärin. Also an der Dame. Ja, ich finde das, also ich weiß nicht, man weiß halt nicht, wie viel die verdienen, ne? Das ist das Problem. Man weiß halt nicht, wie teuer auch das Büro ist, so. Deswegen kann man das so, finde ich, finde ich auf jeden Fall relativ schwierig, dann das zu sagen. So, weißt du, was ich meine? Deswegen, wie viel da rumkommt. Ich meine, was. Oh, das ist eigentlich top secret. Hier ist eine Deutschlandkarte? Mhm. Ist das irgendwas? Okay, guck mal, was er redet. Ja, okay, da steht's. Scheiße.
Da steht. Mega geil. Krass. Oh, ja. Ah, hier, guck mal. Hier sind die neuesten. Kollektion, die kommt das ist im neu? Die guck mal, die war auch neu, darf noch keiner sehen. Ja. Im Dezember. Oh, fässt dich aber gut an. Hier, das ist ja, das ist so einfarbig super gut. Also, aber ich überhaupt ja, nee, habt ihr nur angestellt oder seid ihr selbst hier? Seid ihr so wie Julian Zietlow nur noch einmal die Woche Hallo sagen und Geld zählen? Wo? Nee, ich vielleicht, ja. Ja? Aber nicht ja. Geld zählen. Wo ist der Geldzählraum? Geht ja hier noch. Timo! Ja, das ist schon. Also man kann sagen, was man möchte, aber das ist echt ein fettes Büro so. Mir einen Laien mieten, dass ich hier rumkomme? Ich habe zwei Büros hier für dich. Ja, die sind frei. Ach so, okay. Aber da, aber kommt, da soll ein Studio reinkommen. Hier eigentlich ein Projektmanager noch. Du hast die Promenade von Das ist ganz geil eigentlich, weil die Sonne geht genau da unter. Ach, du hast einen richtig geilen unten. Sonnenuntergang. Das waren unsere ersten. Hm, schön immer im Sommer arbeiten, bis die Sonne untergeht. Man, da habe ich ja Bock drauf, ey. Proben, die wir selbst gemacht haben. Wie das aus, also wir haben so getestet, wie das aussehen soll. Ja, das haben wir auch so draufgeklebt. Die Spätik sieht man leider nicht, aber... So, jetzt ging ja auch in letzter Zeit rum, ihr seid ja bei DM raus. Ja, ein Jahr reicht doch. Will nicht, zwei ist immer besser als eins. Haben ist besser als brauchen. Aber nee, nicht wenn man ja andere Steps auch machen will. Welche Steps denn? Ja, der Gangster 43, danke für den Twitch-Trainer für die 2 Monate. Also, ja, also das kostet wahrscheinlich schon richtig viel Miete, denke ich mal. Aber ich finde es auch krass, dass die 30.000 Euro einnehmen müssen, um ihre allein um die Kosten zu decken, das einfach machen. Also dann könnt ihr euch ja überlegen, wie viel Geld die damit verdienen, halt mit Merch und sowas, ne? Also da kommt schon einiges auf jeden Fall rum. Bin neu dabei, findest du Aaron lustig gut? Ja, also ich feiere Aaron. Also ich bin ja auch cool mit dem so, ich habe ja auch selber schon Videos mit dem gemacht. Ich weiß gar nicht, ich habe den irgendwie nicht abonniert, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum so, weil jetzt zum Beispiel gucke ich das auch an und ich finde das eigentlich mega unterhaltend so. Aber irgendwie, das ist halt irgendwie so kein YouTuber, den ich halt so abonniere, so weißt du, keine Ahnung. Das habe ich bei voll vielen so, weißt du, wenn ich die Videos sehe, denke ich mir so, boah, voll der geile YouTuber, aber fürs Abo reicht's irgendwie nicht, keine Ahnung. Ein bisschen noch mehr. So viel Geld verdienst du doch auch. Naja, also erstmal nicht, aber zweitens, die müssen ja das ja auch mit der Firma machen. Also nur mit den Produkten, die sie halt rausbringt. So. Und da finde ich 30.000 schon wirklich ordentlich. Es wird ja auch mehr sein, ne? Weil die müssen ja auch halt, die werden ja schon grüne Zahlen schreiben. Ja, deswegen, das ist also, schon krass. Mit DM ist immer noch alles cool, aber das war halt die Kollektion, die wir extra für DM gemacht haben. Krass. Man muss sich ja irgendwo weiterentwickeln. Oh, jetzt hier weiter. Ja, unser Ziel ist es natürlich, eigene deutschlandweit Läden. Eigene Läden zu machen. Also die diesen Pop-Up-Store, den willst du wirklich entheben? Ja. Concept-Store. Ja. Hier ist Dagmar, hier sitzt die Dagi. Ja. Bäh. Ja, also das ist halt aber auch, weißt du, ich meine, die DM hat doch selber gesagt, dass die Verkaufszahlen einfach nicht gut waren, so. Und DM hat das schon öffentlich gesagt und trotzdem gibst du es halt nicht zu. Das ist halt. Riech mal. Oh, so wollte ich mal haben. Ja, und ich muss aber zum Beispiel auch ganz ehrlich sagen, oh, das finde ich aber geil gemacht damit. Die hat eine Goldplatte? Wieso hat die denn eine Gold? Ah, Digga, hier, wahrscheinlich bist du real, ne? Nehme ich mal an. Ja, nee, also ich denke, es liegt halt eher daran so, ich meine, das Video geht ja auch 22 Minuten so, ne? Das wäre mir halt zu lange, damit ich mir das privat angucke. So, kennt ihr das? Ihr habt so, keine Ahnung, wenn ihr immer nur so lange Videos hochlädt, so, da habe ich gar keinen Bock drauf, die anzugucken. So, das wäre mir privat einfach viel zu viel Zeit. So in Streams und so weiter finde ich das cool, da kann man mal reingucken. Aber jetzt so dann privat wirklich so lange mit, also ich persönlich habe die Zeit einfach nicht mehr, ja, muss ich sagen. Ich bin ein viel beschäftigter Businessmann geworden, so. Und Lion hat mir übrigens vor 8 Stunden gesagt, dass er mich bei WhatsApp edit, aber hat es nicht getan. Naja, krass, dann wird die Nummer aber geliebt. Du hast nicht so wie ich einen Venus Award. Nee, aber ich hab den Play Award Legend. Ey, Dagi läuft bei dir. Jetzt bin ich mal gespannt auf dein Büro. Oh, ich weiß nicht, aber also ich glaube, ich würde aber... Okay, das von Dagi ist echt geiler. Oh, der hat auch Goldplatten. Aber der hat ja auch mal so Musikvideos erstellt und so, ne? Da ist das schon realistischer auf jeden Fall. Also, normaler. So, ne? Sag ich einfach mal so. Ich finde das von Dagi halt schon geil, aber ich glaube, so Preise und so weiter, ich persönlich würde mir das, glaube ich, irgendwo zu Hause hinhängen, irgendwie. Dass man das so bei sich einfach zu Hause hat und nicht so im Büro. Außer ich chill den ganzen Tag im Büro, aber ich denke mal, das wird ja nicht passieren. Hallo, Herr DM, hier ist der Eulen. Weißt du, was voll schlimm ist? Er ist einfach 24-7 an diesem Kacktelefon. Okay? Ja? 9-to-5. Oh, Arbeitsaufteilung. Du machst deine YouTube-Videos? Mhm. Bis hier machst Boutique-Produkte testen, überlegen, was man machen kann. Genau, planen, Entscheidungen treffen, viele Meetings, Calls. Tja, man muss natürlich auch sagen, es hätte halt auch Lions sein können, der da jetzt neben sitzt. Ne? Pakete öffnen. Wie viele Stunden arbeitest du im Monat oder in der Woche? Ich? Boah, eigentlich gefühlt durchgehend. Aber im Büro bin ich 3-mal die Woche, würde ich sagen. Nicht jeden Tag, erst jeden Tag. Ich versuche jeden Tag da zu sein, aber mache auch Homeoffice. Also er ist manchmal wirklich schon um 6 Uhr morgens hier, ne? Weil er sagt so, ja, geht nicht anders.
und hängt dann hier bis 22 Uhr, 23 Uhr. Also ist schon krass. Was kommt denn als nächstes? Mega geil! Auf jeden Fall erstmal neue Boutique-Produkte werden kommen jetzt. Mhm. Geht's so in die alte Richtung oder kommt was die ganz Neues? Die sind schon draußen, wenn wir dieses Video quasi rauskommen. Ja, stimmt, die sind eigentlich schon draußen, genau. Ja. Okay, und in Sachen Tja, sind die gefloppt oder nicht? Man weiß es nicht. Neue Kollektion Winter. Ja. Dann Drop mit Leni. Mhm. Drop mit Leni bedeutet, Leni kriegt auch eigene Klamotten. Eigene Klamotten, cool. Dagi Shop X Leni. Also es war dein Tag heute, so war schon voller Tag mit, okay, man trifft sich früh, Shop-Eröffnung, Büro. Mhm. Normalerweise würdest du jetzt hier arbeiten, Spiel und Spaß. Und sonst, YouTube, wo drehst du YouTube? Zu Hause tatsächlich. Warum? Also ja, wir machen jetzt hier in dem Raum, den du gesehen hast, der leer war. Ja. So aber was geht, Bruder? Man einfach auch Produktshootings für den Shop. Ja, ich habe auch irgendwie Lenin verstanden, keine Ahnung. Vielleicht irgendwas Kommunistisches, was da jetzt rauskommt, keine Ahnung. Ich weiß Kosmetik, kriegst neue Artikel, können wir selber hier fotografieren. Wow. Wofür haust du sinnlos Geld raus? Also wenn, dann würde ich sagen, das Armband, aber sonst. Was für ein Armband? Welches, das oder das? Das. Das? Ja. Dann machen wir eine Ansage. 26. Für ein Armband? Mhm. Macht es noch deine Steuer? Wie kriegst du deine Hand da? Kriegst du sie nochmal raus? Nee, das bleibt ja dran, das schraubst du zu. Wirklich? Ja, entegelt, piep, piep, piep. Lässt er dran. Ach, wirklich? Mhm. Aber ich würde, also wenn ich sagen würde, was das eigentlich das unnötigste, teuerste war, dann würde ich das sagen, weil da habe ich bis heute noch dran zu kämpfen. Wie wär's denn mit dem Anwalt, den du gegen mich eingeschaltet hast? Wird es wertvoller? Da gebe ich Drop in Lenin. Halt Lenin gerade. Also ein Klassiker. Bisschen nur. Es ist halt ein Klassiker seit Jahren und rein theoretisch, wenn ich es verkaufe, welche Marke ist es denn? Cartier. Also es ist halt schon hart unnötig, man braucht es nicht. Hm? Ist sonst noch irgendwas Spannendes, was in deinem Leben passiert? Kinder? Ja, das fragt uns wirklich jeder. Mhm. Seitdem wir verheiratet sind, ja, Kinder, Kinder, Kinder. Ey, ich sag mal so, wenn es passiert, passiert es, aber eigentlich gerade. Nimmst du denn aktuell noch was zur Verhütung? Ja, natürlich. Na gut, dann kann es ja nicht passieren. Ja, ja, wenn man dumm ist, schon, ja. Okay, was steht denn heute noch an? Gar nicht so viel. Ah, mit die Video drehen. Ja, wie viel? Zwei? Zwei. Produzierst du immer ein Video? Schneidest du noch selbst oder hast du Timo? Ich lass ganz, ganz selten Leute schneiden. Ich bin so picky. Ich mach schon Sieht selber. Sieht man in den Videos aber. Nee, aber ohne Witz. Arschloch. Nee, ich mache es aber sehr gerne selber. Ich bin halt wirklich, auch wenn es nicht so gut ist. Doch, du schneidest super. Danke, ich weiß. Aber ja, ich mache es sehr gerne noch selber. Hast du es dir selbst beigebracht? Mhm. Also es war damals so, Timo hat mir seinen alten Laptop geschenkt und es war so, hier ist das Schnittprogramm schon drauf, hier ist C, damit schneidest du, bitteschön, viel Spaß. Und ich musste wirklich alles komplett alleine machen. Aber war geil, weil ich habe mir YouTube-Tutorials durchgezogen und Learning by Doing ist halt einfach das Beste, finde ich. Voll. Weil ich hatte auch davor keinen Plan, wie man ein Unternehmen... Das ist eigentlich, keine Ahnung, ich finde das eigentlich voll krass, wenn du wirklich so drüber nachdenkst, Alter, dadurch, dass sie halt mit Lion mal zusammen war, lebt sie halt jetzt so, wie sie halt lebt und trägt so ein Armband für 27.000 Euro. Also keine Ahnung, dass sich das mal so reinzuziehen, dass so ein Mensch wirklich dein komplettes Leben einfach so bestimmt so verändert hat einfach, finde ich halt ehrlich gesagt mega krass. Ich meine, du musst dir ja wirklich mal vorstellen, so stell dir mal vor, Lion hätte sie nicht dazu gebracht, mit YouTube anzufangen oder sie hätte Nein gesagt oder die wären gar nicht erst zusammengekommen oder so. Das alles hätte die einfach überhaupt nicht gehabt, man, wegen so einer einzigen Person. So, also keine Ahnung, ich persönlich wäre dann tatsächlich so, also wenn mich jemand derartig krass hochholt, so, ich würde den, glaube ich, ich würde irgendwann mal ein Video mit dem machen und ich würde denen irgendwas Krasses schenken, was weiß ich, wenigstens eine Eigentumswohnung oder so. Muss jetzt ja auch keine Luxuswohnung sein oder so, weil die hat bestimmt Millionen auf dem Konto, einfach nur mich zu bedanken. Also ich finde es einfach krass, wenn ich so eine Person wirklich derart hochgeholt hat, Mann. Ehrlich, das ist, finde ich heftig so. Finde ich aber auch cool von Lion, ne? Der hat ja generell sehr viele Leute auch damals hochgeholt. Woher denn? Ich hatte eine 5 im BWL, jetzt mal ganz im Ernst. Hast du Abi? Ja, habe ich. Krass. Aber... Hast du Abi? Nee, ich war aber bei Wer wird Millionär. Das ist jetzt, kann sein, dass es eine unangenehme Frage ist zum Finale. Wie ist es immer für dich von Lion zu hören? Sagst du... Ist mir scheißegal. Sie kennen sich ja. Ja. Also ganz im Ernst, das ist so... Erstens ist es mega lange her. Ich schluck gar nichts, Alter. Also wirklich, mir so... Jeder lebt sein Leben, jeder macht sein Ding. Am Ende des Tages so... Lion hat Dagi früher hochgeholt und Dagi Lion früher einen runter. Hauptsache, mir kommt keiner irgendwie mit irgendeiner negativen Scheiße in die Quere. Krass. Ist ja netter. Voll. Ja, das stimmt, das ist ja. Und ganz ernsthaft, was wirklich Real Talk ist, ohne ihn. Zusammen, ne? Aber nee, jetzt mal ernsthaft, Real Talk, ohne ihn wäre ich, hätte ich YouTube nicht gemacht. Also ich hätte mich niemals an den PC gesetzt und hätte YouTube gemacht. Never. Wo wärst du denn jetzt? Ja, bestimmt wäre ich jetzt Industriekauffrau in einer richtig abgefuckten Firma. Bei einer erfolgreichen Influencerin. Ja, Mann, das wäre krass. Das kann sein. Und würdest du schon verkaufen, geil. Na gut, dann würde ich sagen, drehen wir ein Video. Ja. Lecker. So, meine Lieben, ich und Dagi haben gerade noch ein Video gedreht mit kurzen Trinken, deswegen ist meine Stimmung super. Meine auch. Ja,
So, wir gehen jetzt nach Hause. Danke, dass ich einen Tag da sein durfte. Danke, Eugen. Danke, Dagi. Ja, ja. Oh, so, Kaufkritik swiped ab. Ja, ich finde das Video wirklich sehr, sehr gut. Also ich finde es echt krass eigentlich. So, und ich bin die nächste Dagi. Ja, ich hoffe so. Also wenn anfängt bei dir zu laufen, müssen wir auf jeden Fall einen Vertrag machen, dass ich bei der Trennung irgendwie 50% von allem habe, was du jemals rausbringst oder so, weil anders funktioniert das, glaube ich, nicht. Ja, aber ich fand das Video wirklich sehr gut, interessant. Ich like das einfach mal mit Ginas Account, weil die ist noch angemeldet. Ja, finde ich sehr krass auf jeden Fall. Ne? Wie gesagt, muss man einfach mal...